So, und schon sind wir live, so schnell geht's. Heute ein besonders spannender Gast da wieder mal, der Valentin Landmann. Hoi. Hallo, hoi, Danny. Freut mich sehr, mit dir zu sein da. Geht mir auch so. Für das Mikrofon noch ein bisschen näher zu dir ran, ne, wenn es geht. Ja. Genau, einfach reinziehen. Gut, wie macht man das? Das So. machst du super. Oder ich tue mich vorbeugen. Ja. Wie du wohler fühlst, ja. Ja. Es ist so, zuerst Eigenwerbung und Willi Will, aber ich habe ein Buch veröffentlicht, das Buch der Schande. Und die Freiheitstrichler sind dir sehr dankbar und haben darum Unterschriften sind sie einsammeln gegangen für dich. Und Das ist aber super. Das ist und schenken super. dir so ein Exemplar Sehr gut. von meinem Buch. Und Freiheitsstrichler sind auch sehr engagiert bei der Neutralitätsinitiative, über die ich dann nachher da berichte. Können wir auch jetzt schon reden? Wir können auch jetzt schon über die Ja, Neutralitätsinitiative reden, oder? genau. Genau. Also, man hört im Moment so viel von Neutralität oder von Gegenneutralität. Neutralität ist doch alter Kaffee, muss man überholen, muss man in den Kübel rühren. Und dann wieder andere sagen, nein, nein, das ist etwas Gutes, das gehört zur schweizerischen DNA sozusagen. Was ist jetzt da? Ich tue da gerne ein bisschen mal, man muss kurz den Steg auch anschauen. Die schweizerische Neutralität ist nicht aufoktroyiert worden, der Schweiz. Also die schweizerische Neutralität ist selber gewählt, aber muss anschauen, auch unter welchen Umständen. Vor Ende 18. Jahrhundert, 1700 und X, ist Europa zerfleischt gewesen durch Krieg. Krieg miteinander, alles, die napoleonischen Kriege sind durch gewesen. Und die Großmächte haben dann irgendwie das Bestreben gehabt, ist ja verständlich, irgendwie wieder eine Friedensordnung in Europa zu finden. Und was macht man da mit den Kantonen von der Schweiz? Teilt man die auf zwischen Deutschland, Frankreich und Italien? Oder was soll man da machen? Und da, natürlich ist die Liebe zur Freiheit hat damals schon bestanden. Und dann hat ein russischer Botschafter, wo griechische Adlige war, aber Gesandte vom Zar, hat eine blendende Idee gehabt. Es wäre doch eine Idee, wenn die ganze Macht, wo allenfalls Krieg führt mit irgendjemandem, da mitten in Europa der komische Felsbrocken Schweiz hätten, wo neutral ist und wo immer kann eigentlich vermitteln, wo einmal gute Dienste kann leisten. Wir kommen dann noch drauf, was gute Dienste sind. Und da wäre doch eine Idee. Dann ist der Janis Kapodistrios, wie er geheißen hat, der ist von Kanton zu Kanton gereist. Es haben sich Kantonsregierungen entschieden. Und hat dann überzeugt, dass das die Lösung wäre, aus einem dauernden Krieg rauszukommen und wirklich etwas aufzubauen, wo allen nützt. Und so ist dann die Friedenskonferenz, die große, 1815 in Österreich, also die Wiener Konferenz, Kongress oder Wiener Wiener Kongress. Kongress. Und da hat Janis Kapodistrias für die Schweiz dann durchgedrückt, mit auch Metternich und X gute Diplomaten dort gewesen, haben gefunden, das ist die Idee, die Welt braucht einen neutralen Staat, wo immer kann neutral sein. Wir haben einen Zuschauer im Publikum. Das kann passieren. Ist mir sogar schon bei Gerichtsverhandlungen passiert, Ja. wo mal eine Lehrerin der Schüler gesagt hat, Vielleicht kann bei man es wem abschalten, wenn es irgendwie geht. der Lehrerin der Schüler gesagt, wenn das Handy losgeht, irgendjemandem, dann nehme ich es weg. Und ausgerechnet während meinem Plädoyer ist mein Handy losgegangen. Aber seither schalte ich es immer auf stumm. Also gehen wir wieder zurück. Der Janis Kapodistrias hat natürlich nicht wie die von der Leyen einfach den Jet von der EU können nehmen, zum Hin- und Hergondeln, sondern das war eine sehr strapaziöse Reise in alle Kantonshauptstädte, die Stieregrinden überzeugen. Und das sind Patrizier gsi, das sind gnädige Herren gsi, das sind die Stadtoberen und alles.
Und dort hat er enorme Überzeugungsarbeit geleistet. Schließlich ist es zustande gekommen, dass Neutralität von der Schweiz, der Bundesstaat hat es in dem Sinn noch nicht richtig gegeben, der ist 1848 gekommen, aber dass das schweizerische Gebiet ein neutrales Gebiet soll sein und zur Verfügung stehen für Verhandlungen, für gute Dienste und alles. Also kann man sagen, ist der russische Zar ein Hauptverantwortlicher, dass die Schweiz bis also vor kurzem neutral war? Der russische Zar war der Auftraggeber von Mercapatistrias. Mhm. Aber es war eine sehr selbstständige Idee von dem, zusammen mit den schweizerischen Kantonsregierungen und auch die ganz guten Diplomaten, die dort in Österreich tätig waren, Deutschland, Österreich, Frankreich, England und so weiter, die haben alle dem zugestimmt. Das war der Zar Alexander, glaube ich. Ich habe gehört, er hat in der Schweiz eine Ausbildung gemacht und hat Sympathie zur Schweiz gehabt, ja, oder so. Ja, sicher. Mhm. Also es ist einfach allgemein der Tenor gewesen, wir müssen einen neutralen Brocken haben, möglichst zumindest in Europa. Und wenn es irgendwie Krieg gibt, dann muss sich der Brocken völlig aus diesen Auseinandersetzungen draussen halten. Aber dafür kann der neutrale Staat vermitteln, gute Dienste leisten. Gute Dienste, was ist das? Das machen wir zum Beispiel von der Schweiz aus sogar noch zwischen Iran und USA. Die reden nicht mehr direkt miteinander, aber über die Schweiz können die USA und Iran trotzdem noch diplomatischen Kontakt aufrechterhalten. Die Ukraine hat wollen, dass die Schweiz auch gute Dienste übernimmt im Ukraine-Konflikt, aber wir haben nicht mehr können. Russland hat abgelehnt. Weil wir ja nicht mehr neutral waren. Wir haben Kriegsmaßnahmen übernommen und alles. Nun, die Neutralität hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte, man kann jetzt sagen Jahrhunderte, weiterentwickelt. Es hat damals noch keine Raketen gegeben, Flugzeuge und so weiter. Aber die ganzen Grundsätze der Neutralität sind dann verankert worden in einer internationalen Konvention, Haager-Konvention von 1907, zur Neutralität, Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen. Und die gilt immer noch. Dem angeschlossen sind praktisch alle Länder, die damals irgendetwas zu sagen hatten, haben sich hier angeschlossen. Und der erste Artikel von dieser Konvention, kannst du im Internet schauen, es kommen etwa zwei Seiten von den Staaten, die alles beitreten sind. Das ist eine riesige Menge, inklusive orientalische Staaten, Siam sogar und so weiter. Der erste Artikel und für uns ganz, ganz wichtige Artikel ist, das Gebiet der neutralen Mächte ist unverletzlich. Das heißt also, die ganzen Staaten sollten berücksichtigen, wir sind nicht im Krieg, wir halten uns draussen, dafür müssen sie auch unser Gebiet voll schonen und man kann über die Schweiz dann verhandeln und alles. Nun, es hat ja kurz darauf die grösste Challenge für die Neutralität überhaupt wahrscheinlich gegeben. Das war der Erste Weltkrieg. Europa ist nachher in Schutt und Asche gelegen. Also das sind Hunderttausende Tote, ich glaube sogar Millionen von Toten im Ersten Weltkrieg. Aber die Schweiz konnte draussen bleiben, als neutraler Staat, das ist ein gewaltiger Vorteil gewesen, da ist die Schweiz überhaupt gestanden. Und das ist natürlich ein riesiger Erfolg. Hat dann auch dazu geführt, dass x internationale Organisationen sich in der Schweiz niedergelassen haben, zum Teil in Genf und überhaupt, es gibt noch weitere, es gibt eine ganze Menge von Organisationen, IKRK, Rotes Kreuz und so weiter, in der Schweiz domiziliert, weil die Schweiz ein neutraler Staat ist. Das geht deshalb. Du kannst nicht ein IKRK in einem Kriegsstaat domizilieren, sondern geht es nicht.
Es hat letztlich auch die Präsidentin vom Internationalen Komitee Rote Kreuz in einem sehr guten Artikel dargelegt, dass Neutralität fürs Internationale Rote Kreuz ganz essentiell ist. Nur dann kann man zwischen den Fronten helfen, Kriegsgefangene in verschiedenen Ländern besuchen, überhaupt etwas Gescheites machen und sinnvoll Hilfe leisten. Das setzt Neutralität voraus. In den Massenmedien hat man oft gelesen, dass es geheißen hat, ja, die anderen Länder haben kein Verständnis mehr für die Schweiz, dass sie da sich neutral verhalten wollen, wie im Kampf gegen so einen neuen Hitler. Aber das ist ja nicht wahr, weil die Länder haben ja alle das unterschrieben, das Abkommen. Sie sind ja alle einverstanden gewesen, dass die Schweiz neutral ist. Die sind alle da damit einverstanden gewesen. Und die Situation hat sich auch nicht wirklich geändert. Es ist so, wenn man jetzt sagt, ja, aber die Schweiz muss, dass, wie kann man im Fall von so einem grusigen Krieg da neutral bleiben? Das liest ich hin und wieder in den Zeitungen. Und das sind auch Botschafter, die so etwas erzählen und so weiter. Es ist einfach so, wenn du sinnvoll vermitteln willst, gute Dienstleistungen und zum Frieden beitragen, die Schweiz hat x-mal auch unter der Hand schon Waffenstillstand in grossen Konflikten können anbringen und Verhandlungen aufgleisen, die dann sei es zu einem Frieden, sei es zu einem dauerhaften Waffenstillstand geführt haben. Wieso wollte man das nicht mehr haben? Ein schlimmer Krieg, wird gesagt, ist das jetzt gerade. Durch den Zweiten Weltkrieg würdest du sagen, der Hitler war noch ein netter Kerl. Nein, sicher nicht. Das ist entsetzlich und das Entsetzlichste, was es vielleicht überhaupt je gegeben hat. Aber es ist richtig, dass die Schweiz ihre Neutralität grundsätzlich bewahrt hat. Es hat vielleicht irgendwo ist ein bisschen geritzt worden, vielleicht, aber grundsätzlich ja. Wäre Hitler noch 10 Jahre weiter an der Macht geblieben, dann hätte er vielleicht auch die Schweiz einverleibt. Denn sie haben ja gesungen, jetzt gehen wir dort an, jetzt gehen wir dort an und auf dem Rückweg holen wir das schweizerische Stachelschwein. Genau. Stachelschwein heisst, die Neutralität muss wehrhaft sein. Man muss können Angriff auf die Neutralität auch abwehren. Sonst ist irgendwie das Ganze nicht sinnvoll, wenn man sagt, es darf niemand Truppen durch die Schweiz schicken, niemand durchmarschieren, überflügen und so weiter. Und man kann das gar nicht abwehren. Das ist nicht gut. Aber damals hat man doch enorm können sagen, ja, wie kann dort die Schweiz neutral sein? Es war das einzige Mittel gewesen, um die Schweiz einigermaßen unbeschadet durch den Weltkonflikt zu bringen. Und da hat auch letztlich im Ständerat hat Professor Josic, den ich sehr achte, hat das sogar gesagt, hört, jeder Krieg ist entsetzlich. Der Josic achtest du? Ja. Hast du den Arena-Auftritt nicht gesehen, in dem Fall, vor 2 Wochen? Den habe ich dummerweise nicht gesehen. Ja, dann ist vorbei mit dem Achten. Aber ja. Er ist natürlich jemand, der da auch etwas zu sagen hat. Mhm. Und er hat klar gesagt, also ich meine, jeder Krieg ist entsetzlich. Wenn wir nicht mehr neutral sein wollen, dann brauchen wir ein Bundesamt für Kriegsgerechtigkeit, wo dann entscheidet, welcher Staat Recht hat. Und dann tun wir auf die Seite kippen. Dann werden wir aber gegebenenfalls vom anderen Staat angegriffen. Allenfalls gibt es Sanktionen auch gegen uns und alles. Jetzt aber, was umfasst denn die Neutralität? Und übrigens, man hat kurz über Hitler geredet. Wenn du die Mainstream-Medien von damals anschaust, da gibt es riesige Home-Stories über Hitler als der Hundefreund, der Kinderfreund und so weiter. Also unsere Medien sind nicht immer so moralisch super gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Sind sie jetzt auch nicht? Also, nein, jetzt absolut nicht. Jetzt sind sie sich absolut auf die Seite von der NATO schlagen. Die Linke auch, voll auf die Seite von der NATO. Kannst du das erklären, historisch, ja, wieso das Massenmedien und die Linke jetzt plötzlich so NATO-Fans sind? Ja, also auf alle Fälle. Kannst du das erklären? Ja. Das Ganze, dass die Medien ja hochmoralisch sind, dann müssen wir das machen, was die Medien machen, das ist sowieso Quatsch. Ich meine,
Medien sind Medien und die haben ihre Aufgabe, an sich unabhängig zu berichten. Da kann man sich sehr fragen, ob das immer stattfindet. Also im Zweiten Weltkrieg sind es fast alle sehr deutschlandfreundlich gewesen und es hat ein Journalist, ein grossartiger Journalist, Al Göver, der später bei der Mikrozeitung geschafft hat, hat gegen Hitler gewütet. Aber der wäre tot gewesen, wenn Hitler einmarschiert wäre. Das hätte fast niemand wollen. Und wahrscheinlich wäre Menge bei uns auch gerne mal Gauleiter und alles geworden. Aber wir konnten es durchheben als neutral. Der neutrale Staat darf keine Kriegshandlungen vornehmen. Das ist auch in der Konvention. Darf auch keine Sanktionen vornehmen. Er muss sich einfach draussen halten. Wenn du als neutraler Staat das nicht mehr machst, das steht in der Konvention, du musst gleichmäßig behandeln die Parteien von einem Konflikt. Wenn du das dann nicht mehr machst, dann bist du nicht mehr geschützt durch die Neutralität. Dann kann also eine Kriegspartei dann auch anfangen, Raketen oder Bomben zu schmeißen. Mhm. Ist gut, ich gebe zu, die Wahrscheinlichkeit, dass die russische Armee ausgerechnet auf die Schweizer Bombe wirft, ist nicht sehr hoch. Aber wenn wir die Neutralität begraben, dann haben wir den Schutz aufgegeben. Und vor allem, wir haben unsere Handlungsfreiheit dann aufgegeben. Wir könnten doch fantastisch leisten als Schweiz. Weißt, das wäre die Glorie für die Schweiz. Die Schweiz vermittelt Waffenstillstand und Frieden. Jetzt probieren andere Staatsoberhäupter, es hat türkische Präsident schon probiert, sogar der chinesische Präsident, hat ja viel mehr Macht als wir, aber hat auch nicht ganz durch. Der israelische Präsident ist hingefahren, hat probiert, Gerhard Schröder hat probiert, mit dem Herrn Putin zu reden. Ich weiß nicht, was der Inhalt war, aber auf jeden Fall haben viele probiert. Eine dauerhafte zentrale Institution, an die man gelangen kann und wo den Gespräch aufgleist. Das heisst nicht, dass man jemanden zum Verzicht auf alles soll bewegen, aber dass man Gespräche wieder führt, wo in Richtung Frieden gehen. Mhm. Diese Möglichkeit hat der Bundesrat uns praktisch genommen, indem er die Kriegsmaßnahmen von den USA und von der EU übernommen hat. Jetzt übrigens, die Auswirkungen von diesen Kriegsmaßnahmen muss man mal anschauen. Es hat Europa an den Rand vom wirtschaftlichen Ruin gebracht. Den Rest machen noch die Grünen und Roten. Aber Entschuldigung, ist nicht Thema heute. Corona hat auch den Beitrag geleistet, oder? Der Pfnüsel. Ja, alles hat Beitrag geleistet, aber die Massnahmen, die übernommen worden sind, haben die europäische Wirtschaft ganz gravierend getroffen. Denn Energie ist das Blut, von dem Industrie und Handel und alles lebt. Man hat hier den Energiefluss von Russland aus abgeschnitten. Man hat, bevor man irgendwie sinnvoll Ersatz hatte, jetzt baut man langsam Ersatz auf. Und es zeigt sich, treffen tut's die europäischen Staaten primär. Die Massnahmen sind eine riesige Massnahme gewesen, eigentlich gegen Europa, gegen Deutschland vor allem. Russland spürt die Massnahmen offenbar nur mäßig, findet es sicher auch nicht gut, aber die ganz grossen Leidtragenden sind, wir sind unsere Mieter, wo wir für die Elektrizität zahlen, wo mehr für das Gas zahlen, wo mehr für die Energie generell. Die Industrie fängt an abwandern, weil man nicht mehr zu vernünftigen Preisen Energie haben kann. Das haben wir angerichtet mit der Übernahme von diesen Massnahmen. Es gibt aber noch etwas ganz anderes. Wir diskutieren jetzt, also wir haben ja die Beschlagnahmung, beziehungsweise die Stilllegung von allen Vermögen von diesen, glaube ich, 18'000 Russen, die angeblich Oligarchen sind, haben wir mitgemacht. Ich meine, Tausende von Oligarchen, das beißt sich schon in den Schwanz, ist ja völliger Blödsinn.
Oligarch heisst, wenige regieren. Aber das ist der klassische altgriechische Ausdruck. Dagegen Tausende und Tausende von Kaufleuten, das können keine Oligarchen sein, das ist absoluter Blödsinn. Man hat da nach meiner Meinung einfach, und das ist nicht meine alleinstehende Meinung, von allen Leuten Vermögen blockiert, die Russischbürger sind und wo Vermögen über 1'000 Franken haben, irgendwie auf einer Schweizer Bank und auf europäischen Banken. Jetzt, wenn du dir die Folgen von dem überlegst, jetzt ganz egoistisch einmal für die Schweiz geredet. Schweizer Banking hat einen riesenguten Ruf gehabt und absolut nicht speziell bei den Kriminellen oder irgendetwas, was heute oft gesagt wird, sondern nach dem Ersten Weltkrieg bereits ist die Schweiz eine Insel im ganzen Krieg gewesen. Wer in der Schweiz sein Geld gehabt hat, hat später wohl wieder können holen mit seiner Familie. Und ein ganz bekannter St. Galler Bankier, Konrad Humler, hat mir einmal an einem Anlass gesagt, lass, das Wesentliche vom Schweizer Banking ist eigentlich, dass jemand, der das Geld zu uns bringt, das Geld später mit Sicherheit wieder überkommt. Also die Insel, die ganz nicht mitmachen von solchen Sanktionen, wo ja nicht gebunden sind an irgendeine kriminelle Tat. Den Kaufleuten wirft niemand vor, dass sie alle kriminell gewesen sind. Jetzt hat zwar ein amerikanischer Politiker gesagt, ja, die Schweiz müsse alle russischen Kaufleute einem Generalverdacht unterwerfen, Geldwäscherei, kriminelle Vereinigung und alles beschlagnahmen. Wenn du das beschlagnahmst, wenn die Schweiz da mitmacht, und ich hoffe sehr, dass die Schweiz da dem Druck, der schon existiert, kann widerstehen, dann hat die Schweiz alle ihre Grundsätze über Bord geworfen. Und Investoren aus Asien, aus dem arabischen Raum, die werden alle genau beobachten, was jetzt passiert und nachher das Geld auf Singapur zügeln oder irgendwo anders an. Also würdest du als Singapurer Kaufmann, als Hongkonger Kaufmann, als chinesischer Milliardär, sogar gibt es ja auch, würdest du noch Schweizer, in die Schweiz kommen mit deinem Geld? Ich würde sagen, bin doch nicht mehr ganz bache, wenn ich das mache. Der erste Gax von den USA tun sofort alle chinesischen Konten beschlagnahmen und so weiter. Mhm. Und die Schweiz würde das mitmachen. Das ist eine Katastrophe. Mit anderen Worten, der Finanzplatz Schweiz, abgesehen von allen Misswirtschaftsfällen und dem, was es gegeben hat, der fällt jetzt ganz wesentlich zusammen. Die Leute tun ihr Geld abziehen, gehen in die Arabische Emirate, gehen in die USA. Die USA ist übrigens der Superfluchtort und tut das auch propagieren. In den USA kannst du in diversesten Staaten anonym Gesellschaften errichten, die können in den ganzen USA Konten machen und dort kannst praktisch noch mit dem Lieferwagen voll Bargeld hinfahren. Delaware zum Beispiel. Ja, also es ist USA wahrscheinlich der grösste Tiegel von Geldern, die nicht unbedingt überall gezeigt werden wollen, aber ich rede gar nicht einmal von denen. Die ganzen russischen Gelder, das sind einfach Gelder von Russen gewesen. Russische Kaufleute, die zum Teil bei uns ihr Vermögen erwirtschaftet haben, die da Steuern gezahlt haben und alles. Stell dir mal vor, du bist russischer Kaufmann, lebst in der Schweiz seit langem mit deiner Familie, baust da ein Vermögen auf, nachher kommt bumm, alles eingefroren und jetzt sogar noch jammer werden müssen, das dann beschlagnahmen und der Ukraine geben. Überleg dir mal, was du denn überleihst von der Schweiz als Insel von der Sicherheit. Mhm. Da ist alles zertrümmert, wenn man da mitmacht. Man hat sich auch bei den ersten Massnahmen zu wenig überlegt, etwas, wo die Drei-Wetter-Taft-Lady, also Frau von der Leyen, Entschuldigung, sogar ganz offen gesagt hat, die Massnahmen sind für immer, die werden wir nicht mehr aufheben. Das hat sich die Schweiz nicht überlegt. Normal, wenn Gelder eingefroren werden und nicht wegen kriminellen Machenschaften eingezogen werden können, dann müssen die wieder zurückgegeben werden,
wenn dann die Massnahmen aufgehoben werden. Und wird das die Schweiz machen? Was meinst du? Also, wenn die Schweiz jetzt da Gelder beschlagnahmt, was gegen die Bundesverfassung, gegen die EMRK, gegen die Menschenrechte sogar ist, ganz offensichtlich, dann wird sie am Schluss müssen die ganzen Vermögen zurückzahlen, wenn aus irgendeinem Grund anderer Präsident, irgendetwas in den USA, die ganzen Massnahmen aufgehoben werden. Sagen wir, die Schweiz würde jetzt 7 Milliarden von der russischen Zentralbank beschlagnahmen und der Ukraine geben. Und dann werden die Massnahmen aufgehoben, dann kommt doch die russische Zentralbank und sagt, hey Schweiz, an mit den 7 Milliarden. Und die Schweiz wird es müssen zahlen. Wieso das Ganze zahlen, ist ein völliger Wahnsinn. Weil das Gericht entscheidet dann, wenn das Russland einfach im ganzen Westen kein Recht mehr findet, wie es einfach heisst, das ist das neue Nazi-Reich. Wobei, sagen sie, suchen Rechtsgrundlagen zum Beschlagnahmen. Los, da gibt es ein fantastisches Vorbild. Das ist der Zusatz zum Reichsbürgergesetz von 1943 in Deutschland, im Deutschen Reich. Und dort ist gestanden, dass Vermögen von allen Juden, die deportiert werden, automatisch am Staat anheimfallen, dem deutschen Staat, beschlagnahmt. Das ist kein Vorbild für die Schweiz, finde ich. Und die Rechtlosigkeit und alles. Wieso willst du irgendeinem russischen Kaufmann, der nichts gemacht hat, der kriminell ist oder sonst etwas, willst du ihm sein Vermögen weggeben? Wenn die Schweiz da mitmacht, ist das ein weiterer grosser Schritt. Der grösste Schritt war schon, sich anschliessen den Sanktionen, denn das sind Kriegsmaßnahmen. Und Kriegsmaßnahmen darf ein neutraler Staat nicht machen. Aber die Schweiz hat sich damit einfach ins eigene Bein geschossen. Die Schweiz könnte jetzt schon der Star in ganz Europa sein, mit aufgegleisten Verhandlungen, mit allem Möglichen. Wobei ich zugebe, das ist ganz, ganz schwierig. Und ich frage jetzt nicht nach Gerechtigkeit vom Krieg und allem. Es ist richtig, dass Russland in die Ukraine einmarschiert sind. Was alles vorher gegangen ist, es wird ja auch gesagt, sind in der Zeit seit 2014 über 10'000 Russen in der Ukraine ums Leben gekommen, weil die ukrainische Armee gegen die vorgegangen ist. Kann ich alles nicht beurteilen, aber es muss dem, wo neutral ist, letztlich im Moment egal sein, sondern es muss einfach eine Neutralität dastehen, wo einem die Handlungsfreiheit bewahrt. Dann kann man wirklich etwas für den Frieden tun. Und die Leute sagen, nein, da dürfen wir doch nicht verhandeln, da muss jetzt erst, Russland muss ganz am Boden legen, da ist so ungefähr Baerbock. Und dann erst, wenn Russland ganz am Boden liegt, kann man verhandeln. Ja, weißt du, wie viele Tote pro Tag das sind? Mhm. Es sind pro Tag x 100 bis 1000 Tote, nein, 1000 nicht, aber etwa 1000 Tote. Würde es sich nicht lohnen, als Schweiz Vorstoß machen zu können, dass man das Desaster irgendwie auffängt, auch wenn es provisorisch ist, auch wenn es noch keine definitive Lösung hat. Aber um verhandeln zu können, muss man mal die Neutralität wieder haben. Unsere Initiative, die Neutralitätsinitiative, wird jetzt Neutralität ganz klar in der schweizerischen Verfassung klarer verankern. Es gibt schon eine Bestimmung über die Neutralität. Da werden jetzt Unterschriften gesammelt im Moment. Ja, man genau. Kann das wahrscheinlich abladen beim Link. Schau, wir haben in der Schweiz gibt es Bestimmung 185 von der Verfassung. Da steht äußere und innere Sicherheit. Der Bundesrat trifft Maßnahmen zur Wahrung der äußeren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz. Aber es ist nicht genauer umschrieben. Und jetzt sind wir der Meinung, man müsste das einfügen, nach dem Artikel 54, auswärtige Angelegenheiten. Und dort gehört eben der detaillierte Text inne, wo wir jetzt
in einer größeren Gruppe mit immer wieder auch man da lang hatte, bis man den Text hatten. Es sind verschiedene Inputs gekommen, man war auch nicht immer gleicher Meinung gewesen. Schließlich haben wir den Text gehabt. Die Schweiz ist immerwährend bewaffnet neutral. Sie tritt keinem militärischen oder Verteidigungsbündnis bei. Vorbehalten ist eine Zusammenarbeit für den Fall eines militärischen Angriffs auf die Schweiz oder dessen Vorbereitungshandlungen. Sie beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen zwischen Drittstaaten und trifft keine Sanktionen gegen kriegsführende Staaten. Vorbehalten sind Verpflichtungen gegenüber der UNO sowie Maßnahmen zwecks Verhinderung der Umgehung von Maßnahmen anderer Staaten. Sie nutzt ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und Beseitigung von Konflikten und steht als Vermittlerin zur Verfügung. Jetzt ist da noch ein wichtiger Satz drin. Die Schweiz soll kein Ort sein zum Massnahmen umgehen, wo andere gegenüber Staaten verhängen. Also wenn es Massnahmen gegenüber kriegsführenden Staaten gibt, dann hat die Schweiz über viele Jahrzehnte eingeführt, sie geht zum sogenannten Courant normal über, also zum normalen Geschäftsgang. Das heisst, wenn du vorher 1'000 Franken auf dem Konto gehabt hast, kannst du die 1'000 weiter dort haben, kannst sie auch abheben, aber du kannst nicht plötzlich 100'000 dort haben. Also Ausweitung von Geschäften mit Kriegsparteien geht dann nicht, wenn man den Courant normal verhängt. Der hat die Schweiz zum Beispiel 2014 gegenüber Russland verhängt. Man hat gesagt, jetzt, das ist auf dem Stand quasi eingefroren, aber man hat nichts blockiert. So hat auch das normale Geschäft können weiterlaufen, auch zum Wohl von der Schweiz und zum Wohl von allen. Geschäfte sind nicht einfach nur zum Wohl von der Schweiz. Geschäftstätigkeit und Handelstätigkeit hilft allen. Und der Courant Normal ist das Patent von der Schweiz. Hätte die Schweiz einfach den Courant Normal verhängt im Februar 2022, so wäre das Richtige gewesen. Das sind auch Massnahmen. Aber das gilt dann auch für beide. Und es ist so, wir müssen ja Kriegsparteien gleichmäßig behandeln. Wir können auch nicht einem Waffen liefern, dem anderen nicht. Das ist out. Aber wenn wir das machen mit dem Courant Normal, dann kann ein Staat oder können die Bürger von dem Staat nicht die Massnahmen umgehen. Aber wir tun in dem Sinn das Normale offen behalten. Das ist der beste Weg, der sich über viele, viele Jahrzehnte bewährt hat. Man hat dann auch keinen solchen Drang zu erklären. Weißt du, wenn es einfach, wenn man kann sagen als Bundesrat, ja, die Schweiz ist neutral, schaut in unserer Verfassung, was das bedeutet, wenn er wollt, erkläre ich es euch noch. Drum wenn ist aber die Schweiz davon abweicht, weißt du, wenn die Schweiz total davon abweicht, dann haben alle recht, die nachher sagen, ja Moment, ihr habt doch jetzt Massnahmen mitgemacht. Wieso tun ihr so Etepetete, wenn wir jetzt etwas weiteres wollen? Wieso wollen ihr jetzt keine Waffen liefern, wo wir dann in die Ukraine gehen? Darum ist bei der Annahme der Initiative, wenn sie in Stand kommt und angenommen würde, das ist eine Art eine Unterstützung für den Bundesrat, dass er in Zukunft wieder konsequente Neutralität betreiben kann, nachdem man es jetzt über Jahre und Jahrzehnte es ist eigentlich eine Unterstützung auch für den Bundesrat, soll wieder konsequente Neutralität können betrieben werden. Der Bundesrat hat dann nicht gross Konferenz oder irgendwie gross überlegt, sondern es hat geheißen, ja, es haben ein paar Leute angerufen, da haben wir ja müssen. Da hat wahrscheinlich drei Wettertaft-Lady, Entschuldigung, das ist politisch unkorrekt. Ich tue mich hiermit bei Ihnen entschuldigen. Kann ja sein, dass sie einen anderen Haarfestiger hat. Und es hat wahrscheinlich auch der amerikanische Botschafter angerufen, wenn man denen ganz einfach konkret kann sagen, hört, wir sind ein neutraler Staat, aber wir machen den Courant normal,
Also die Massnahmen können nicht über die Schweiz übergangen werden. Dann hat man eigentlich die Karte in der Hand. Wenn man ein bisschen etwas macht oder ein bisschen mehr etwas macht oder ziemlich viel macht und dann nachher wird man plötzlich nicht mehr, wie jetzt bei der Waffendiskussion. Das ist also etwas, was mich manchmal beeilt. Weil der Gassis gesagt hat, der Gassis hat auch ein Adjektiv vor die Neutralität hergestellt, das ich vergessen habe. Wer ist das für ein Adjektiv? Er hätte es als kooperative Neutralität entwickeln. Da hat ihm aber der Bundesrat dann auf die Finger geklopft und hat gesagt, nein, es gibt eine Neutralität bei uns. Nicht eine kooperative oder eine halbherzige oder eine gerne nicht mehr richtige Neutralität. Wir sind neutral. Und das sollen wir sie jetzt, gilt das theoretisch wieder, nur haben wir den grossen Sündenfall bereits begangen. Und da damit kommen natürlich jetzt die amerikanischen Botschafter, EU-Botschafter und sagen, ja, jetzt habt ihr ja, tun doch nicht so blöd jetzt wegen der weiteren Schritt. Aber nur da noch etwas. Zum Beispiel Deutschland hat praktisch die gleichen Waffenexportbestimmungen wie wir. Also auch wenn jemand in Deutschland Waffen kauft, muss er zum Weiterexport ein Okay von Deutschland her. Das ist eine politische Frage, wenn Deutschland das Okay gibt. Aber das ist nicht so unterschiedlich zum schweizerischen Recht. Und die ganz genaue Ausgestaltung vom Waffenexportrecht. Die Verschärfungen sind ja erst von Grün-Rot durchgedruckt worden im Jahr 2022. Das sind im 21, dann sind sie im Jahr 2022 in Kraft getreten, also praktisch gerade auf den Ukraine-Krieg hin. Also ich habe die nicht durchgedruckt und niemand, der bei uns im Komitee ist, hat wahrscheinlich da irgendwie auf das gedruckt. Jetzt haben wir die Regelung halt, jetzt steht das im Gesetz. Wenn man zum Beispiel eine Regelung fand, dass man noch 10 Jahre oder so Waffen wieder soll können exportieren, ohne die Schweiz zu fragen. Übrigens, 22 ist sogar eingeführt worden, dass die Schweiz in jedem Staat, wo sie Waffen liefert, muss go kontrollieren, ob die ganzen Waffen noch rum sind. So quasi Buch führen über jede Patrone, die verschossen ist. Das ist eigentlich zu weit gegangen. Aber, dass wir nicht an Konfliktparteien liefern, dass wir nicht auch das Rundumgeschäft durchführen, dass, sagen wir mal, ein Staat in Europa kann seine ganzen Panzer nach der Ukraine liefern und dann liefert die Schweiz gerade den Ersatz oder so. Das ist natürlich nicht das Wahre und das entspricht nicht der Neutralität. Wer in dem Krieg Schreckliches abbekommt, wir wissen alle, ein Krieg ist entsetzlich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es alle wissen. Das Wichtige ist, Krieg ist entsetzlich. Was kann die Schweiz gegen so einen Krieg machen? Die Schweiz könnte als neutraler Staat ganz entscheidend auf Waffenstillstand und auf Frieden hinwirken. Wenn man das macht, ist man ein Nazi, oder? Dann unterstützt man den Putin, den neuen Adolf Hitler von Russland, oder? Wir unterstützen den eben niemanden. Wenn wir neutral sind, dann können wir sagen, ja, wir wollen jetzt mit beiden reden. Die Ukraine hat ja sogar wollen, dass die Schweiz das macht. Dann hat Russland gesagt, ja, wir wären sehr gern, aber ihr seid ja jetzt mit den Kriegsmaßnahmen involviert, es geht nicht mehr. Wie erklärst du, dass es so ein Druck ist von den Massenmedien und von links, dass man die Neutralität löchert? Was ist der Grund? Psychologisch oder politisch? Am liebsten beides. Also, ja. Das Schwenken von der Linken verstehe ich nicht. Das ist mal die für Frieden auf der Straße, NATO, grotesk, dass da der Kriegsrausch vor allem bei Linksgrün stattfindet, aber er greift auch über auf die bürgerlichen Kräfte. Das ist ganz eindeutig. Mhm. Der Herr Berse hat ja mal gesagt, er verspüre einen gewissen Kriegsrausch. Das ist der Fall, das sehe ich auch überall, jeden Tag, wenn ich die Zeitung aufschlage wieder. Und man muss sich einmal klar machen, Neutralität hat nichts damit zu tun, ob man jetzt einen Krieg gut findet.
Nein, den finden wir nicht gut, den finden wir entsetzlich. Aber darum sollten wir etwas gegen den Krieg machen können. Und wir können als Schweiz nicht eine Atommacht reinwerfen oder irgend so etwas. Haben wir nicht. Aber wir haben das, was sich seit mehr als 200 Jahren bewährt hat, aufgleisen von Verhandlungen. Wie gesagt, die Schweiz hat das x-mal sogar zuerst unter der Hand gemacht und dann offizielle Verhandlungen. Es gibt übrigens, es gibt grosse Kriege, die nie mit einem Frieden geendet haben, sondern mit einem Waffenstillstand. Zum Beispiel der Koreakrieg. Dort gibt es Demarkationslinien. Das ist eine Waffenstillstandslinie. Es gibt weitere Kriege, wo sogenannte Frozen Conflicts, oder kann man sagen? Es ist wichtig, ist, dass einmal die Menschenleben erspart werden, die jetzt sterben, dass man das wegbringt. Wie denn die definitive Grenzen aussieht, wo aus welchem Gebiet sich sinnvollerweise zum Beispiel, das ist aber ein Thema von Verhandlungen, wo es Sinn macht, dass sich Russland zurückzieht, wo vielleicht nicht, wo, sagen wir, wo über 90% russische Bevölkerung ist, wird es wahrscheinlich schwierig, aber das geht mich nicht an. Als Neutraler sage ich einfach, ich will, dass man kann verhandeln kann. Und da wäre eine grandiose Möglichkeit gewesen für die Schweiz. Mhm. Wie gesagt, die Präsidentin vom IKRK hat das auch sehr, sehr deutlich klar gemacht. Neutralität ist für das IKRK ganz bedeutsam. Wenn sie nicht mehr neutral wahrgenommen werden, um IKRK, dann können sie nicht mehr auf beiden Seiten Verwundete betreuen, Gefangene Austausch machen und alles. Okay, genau, das hast du gesagt. Und wie ist es denn bei Neutralitätsinitiative? Wie viele Unterschriften fehlen da noch? Und weißt du das, wie viele Unterschriften schon gesammelt worden sind und wie viele es noch fehlen? Es ist schon ein grosser Teil da, aber wir brauchen noch. Und es ist über, ja, es über 50.000. Läuft ja noch längere Zeit. Weißt du das? Hat man schon über 50.000, oder? Also, da müsstest du den Geschäftsführer von der Neutralitätsinitiative fragen. Aber wir stehen gut da. Aber wir wollen natürlich möglichst bald das Ganze beieinander haben. Wir wollen natürlich über 100.000 Unterschriften, damit man sicher ist, wenn ein Teil wieder wegfällt, wegen ungültigen Unterschriften. Das ist ein bisschen eine Unart, die man in den letzten Jahren festgestellt hat. Es tun viele Leute eine Initiative, die es eigentlich nicht wollen, mit den falschen Personalien unterschreiben. Und das geht dann natürlich raus. Also du musst immer mit ziemlich Polster sammeln. Da sind wir intensiv dran. Hat er, glaube ich, am Anfang von der Sendung gesagt, auch die Freiheitsstreichler haben sich jetzt entschlossen, mit uns Unterschriften zu sammeln. Wir sind ganz eifrig dran, wir machen, was wir können. Und du musst aber den Daumen halten, dass alles klappt. Das mache ich natürlich. Ich glaube, übrigens, wer jetzt unterschreibt, muss nicht nach einem Jahr stimmen. Es geht darum, soll das Thema einmal von dieser Initiative, soll das vors Volk kommen. Und ich finde, das Volk ist die einzige Instanz, die letztlich darüber entscheiden sollte. Genau, das ist ein gutes Verkaufsargument, dass wer unsicher ist, ob die Initiative gut ist oder schlecht, kann sie trotzdem unterschreiben. Wer kann dann immer noch im Abstimmungskampf sich seine Meinung bilden? Du, wie jemand im Abstimmungskampf dann unterschreibt, ist eine andere Sache. Aber natürlich ist klar, grundsätzlich werden die Leute, die für die Neutralität sind, das unterschreiben. Und auch in Umfragen hat ja die Neutralität einen riesigen Rückhalt in der Bevölkerung. Wenn du natürlich eine Umfrage machst, wer ist der Gerechtere, Zelensky oder Putin, dann ist klar, kommt vielleicht etwas anderes raus. Aber das ist ja gerne nicht die relevante Frage. Wichtig ist, dass man wieder Frieden stiften kann, dass man wieder auch die Schweiz schützt. Nicht nur unseren Finanzplatz. Das ist fast schon nebensächlich, aber ist auch sehr wichtig für uns. Unsere Wirtschaft und alles. Wenn wir ein neutraler Staat sind, in dem man sich mit gutem Gewissen niederlassen kann, ohne irgendwann Objekt von Kriegsmaßnahmen und anderem zu werden, ist das hundertmal besser auch für die schweizerische Wirtschaft.
Aber es sind nicht nur wirtschaftliche, sondern auch menschliche Überlegungen. Der Friede muss Ziel sein. Und das ist das ganz grosse, leuchtende Ziel vom Neutralen, von einer verkrüppelten Neutralität, die im Papierkorb liegt, kannst du nicht mehr viel erwarten. Mhm. Ja, man kann überhaupt nicht mehr so viel erwarten von den Regierungen, von der westlichen Welt und von der Schweiz auch nicht. Das heisst also, es ist umso wichtiger, dass eben die Bevölkerung selber wieder dafür sorgt, dass der Bundesrat die Arbeit macht, die er von der Verfassung her gegeben bekommen hat. Der Bundesrat hat bei uns sehr viele Möglichkeiten. Er hat sogar die Möglichkeit von Notmaßnahmen. Das haben wir gesehen bei der Bankenfusion, bei Covid-Maßnahmen. Da hat der Bundesrat Sachen verhängt, die vom Gesetz her gerne nicht möglich wären, aber als Notmaßnahmen. Der Bundesrat kann extrem weit gehen. Aber eine Richtschnur für die Neutralität braucht es nach unserer Meinung klar in der Verfassung und vor allem auch, damit wir wieder einmal uns vergegenwärtigen und auch dem Bundesrat unter die Nase heben, hören, das ist Neutralität und das muss eingehalten werden. Sonst sind wir weg vom Fenster. Sonst sind alle Ziele von unserer Neutralität gefährdet oder praktisch zum Fenster rausgerührt. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Frage dort beantwortet hast. Ich habe ja gefragt, wieso das die Medien und die Linken jetzt mittlerweile gegen Neutralität schiessen. Du hast gesagt, es gäbe impliziert, es gäbe eine psychologische und eine politische Antwort. Was ist die politische Antwort? Die politische Antwort ist, wir brauchen die Neutralität. Sie ist ganz verwurzelt in der schweizerischen Bevölkerung. Aber wieso soll die Linke argumentieren, dass wir sie nicht brauchen? Also wieso, die sind Meinung, also, sie früher gegen NATO. Linksgrün argumentiert bei vielem, dass sie es nicht brauchen oder dass sie es wollen, wo ich ganz anderer Meinung bin. Und ich finde, das gehört zu DNA und zu den Grundfesten von der schweizerischen Politik. Ich bin nicht bereit, irgendwie für den Kriegsrausch zu argumentieren, sondern ich sage, die Schweiz muss der Friedensstifter bleiben und sein. Und wir müssen wieder zurückkommen zu unserer Funktion als Friedensstifter. Die Unterschriftenbögen kann jeder anfordern, bei Neutralitätsinitiative findet er mühelos im Netz die Adresse. Neutralität-ja, Neutralität mit AE, genau. A.ch. Genau. Ja. Ich hoffe, du hast schon unterschrieben. Ja, da bin ich sicher. Ich unterschreibe ziemlich sehr alles, gut, was mir auf der Tournee unter die Nase geleitet hat. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also, gib mir erst ein Blatt. Mit aufpassen, da steht noch Name drauf. Gib dir eins, ja, was neutral, ja, ist. Gut. Schaut. Wenn ihr die Blätter bestellt, kommen ihr die über. Wir sind auch nicht anonym. Das Initiativkomitee steht da. Und wir stehen auch persönlich ganz klar zu dieser Sache. Habt ihr im Komitee auch Leute gefunden, jenseits von der SVP? Bitte? Hat es im Komitee auch Leute von der linken Seite? Oder sind das alles? Es hat Leute von der FDP dabei. Also links, ja, genau. Also, ja, das ist links, oder? Die FDP ist ja links geworden. Nein, das kann man so auch nicht sagen. Es gibt, schon, es, ja, gibt auch noch vernünftige Ideen. Was ist rechts an der FDP? Die FDP ist nicht mehr unbedingt auf der Bremi-Linie, aber es sind Leute von der FDP auch dabei. Es sind Leute von der SVP dabei. Ich weiß jetzt nicht, welcher Prozentsatz von der SVP ist. Ich bin auch in der SVP. Und die SVP ist eine sehr vernünftige Partei, die auch zur DNA der Schweiz steht. Aber da werden wir natürlich die Meinung von allen Bürgern müssen haben. Die Unterschrift genügt leider nicht. Es wird dann auch in der Abstimmung sich zeigen, wer alles dafür ist. Und kannst du mir irgendetwas sagen an dieser Initiative, die jetzt der Schweiz wird schaden, außer dass vielleicht die Frau von der Leyen sagt, das ist doch gar nicht gut, ihr müsst immer das machen, was wir sagen. Ja, kommt mir auch nicht in den Sinn. Aber wenn ich fragen würde, also es gibt keine Partei, die Unterschriften, wo offiziell die Initiative unterstützt. Oder die SVP das offiziell unterstützen? Es ist kein Parteiprojekt, aber wir hoffen natürlich, dass Parteien wie auch die SVP oder Kantonalgruppen oder so
die Initiative auch werden unterstützen. Aber Stand heute nicht. Bitte? Stand heute wird das nicht gemacht. Ja, doch. Also wir haben grosse Unterstützung bei der SVP. Von einzelnen Exponenten, aber nicht von der Gesamtpartei. Das kommt noch. Mhm. Wart's ab, mal das schauen. Aber ich meine, oder? Die freisinnig sind im Komitee oder die parteilos sind im Komitee, die sind auch willkommen. Mhm. Und ich weiß noch, bei der Aufarbeitung vom Text von der Initiative ist auch ein prominenter Politiker von den Grünliberalen engagiert gewesen. Mhm. Also warum soll man das nicht? Das widerspricht nicht. Und ich glaube, es sollte eigentlich keine Partei die DNA von der Schweiz wollen zerstören. Wieso solltest du unermüdlich politisch aktiv sein, wenn du könntest nach einem Leben voller wirtschaftlicher und anwaltschaftlicher Erfolg einfach könntest zurücklehnen? Ich habe sehr Freude an der anwaltschaftlichen Tätigkeit, aber ich engagiere mich jetzt da wirklich mit Werbe. Werbe ist ein Wort, das ich auch jetzt in letzter Zeit wieder zuerst mal gehört habe. Also mit Energie, einfach aus der Überzeugung von der absoluten Notwendigkeit für uns. Mhm. Das ist wichtig und es ist auch wichtig, dass Leute sich da engagieren, wo klar die Haltung haben, es ist für uns nötig, es ist für die Schweiz nötig. Mhm. Ich habe kein Problem mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Und ich habe bei Vorträgen über die Neutralität habe ich praktisch immer am Anfang gesagt, hört, wer von euch völlig anderer Meinung ist, das respektiere ich absolut. Und er kann auch nachher noch, wenn er will, mit mir etwas diskutieren. Er oder sie, Entschuldigung, jetzt bin ich fast nicht gendergerecht gewesen. Aber es ist einfach so, man muss Meinungen respektieren. Und es gibt Leute, die sagen, ja, aber die Neutralität ist schon so oft geritzt worden und das geht doch jetzt eigentlich nicht mehr. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber wenn der US-Botschafter sagt, man sei ein Loch in einem Pfannkuchen, in einem Donut. Wobei, hast du schon mal einen Donut ohne ein Loch gesehen? Das Loch ist wertvoll für die ganze Welt. Nur wegen dem Loch, das die Schweiz darstellt, könnten sich verfindete Parteien sehr gut wiederfinden. Mhm. Natürlich ist es gut, wenn China sich engagiert für den Frieden, wenn die Türkei sich engagiert, wenn andere sich engagieren. Bei den europäischen Staaten habe ich schon ziemlich die Hoffnung aufgegeben. Also im Loch vom Donut findet sich ja die einzige gesunde Kalorie. Aber genau, wir wollen jetzt nicht verraten, wie alt du bist, aber du wirst morgen 73, oder? Ja, ich werde morgen 73. Genau. Ich freue mich. Und ich bin aktiv, ich habe den Plausch dran. Ich habe den Plausch auch an meinen Strafrechtsfällen. Unser Büro hat Schwergewicht im Strafrecht. Wir sind etwa ein Dutzend Anwälte bei unserem Büro. Und das macht mir nach wie vor Freude, sich einzusetzen für die Freiheit und für richtige Urteile. Genau. Das ist eigentlich die Aufgabe vom Amt. Ich kann die Kanzlei sehr empfehlen, weil ich sehr gut beraten worden bin, wo mir sehr viel geholfen hat. Kann ich mal so weit sagen. Aber ich wollte etwas fortführen. Nicht nur dein Alter outen, sondern ich wollte sagen, wenn man jetzt morgen 73 wird, dann hast du jetzt doch historisch gesehen, sage ich mal, die Schweiz über verschiedene Zeiten hinweg verfolgt also, politisch ich bin und sehr meine Frage und ich freue mich, Werner, wenn junge Leute auch in dieser Richtung argumentieren, das gibt es sehr viel, mehr als man vielleicht aufgrund von der Mainstream-Presse meint. Aber wie gesagt, die guten Leute von der Schweiz sind auch nicht für Hitler gewesen, obwohl die Mainstream-Presse ihn amix als der Kinder- und Hundefreund dargestellt. Und obwohl er Autobahnen gebaut hat. Aber, unsere Bürger wären an der Grenze gestanden und wären vielleicht getötet worden. Also das ist nicht so einfach, weil ein paar Zeitungen schreiben, sind wir da ganz anderer Meinung. Aber ich habe meine Frage noch nicht stellen. Ich wollte sagen, du wirst morgen 73 und hast die Schweiz über mehrere Dekaden hinweg jetzt können begleiten. Würdest du sagen, wenn du das alles so anschaust, die Zäsur, die wir jetzt haben, seit dem März 2020, seit Corona, seit dem Zeug,
die ist beispiellos, zumindest innerhalb von deinem politischen ganz, Wirken. Es ganz, ganz schwierige und auch beispiellose Sachen. Die ganze Corona-Zeit war ein Challenge gewesen, auch für die Rechtsstaatlichkeit der Schweiz. Ich habe gesagt, das ist da mit Bundesratsmaßnahmen erfolgt, die nicht vom Recht gedeckt gewesen sind, aber man hat da die Notmaßnahmen angerufen. Dann hat aber das Volk nachher zum Covid-Gesetz ja gesagt. Jetzt kommt aber wieder eine neue Abstimmung. Also, da finde ich auch, da soll, ob jemand sich impfen lässt, soll jeder selber entscheiden. Aber dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen, da bin ich schon dafür. Aber wie gesagt, das ist kein in dem aber Sinn. Genau, meine Frage war eine andere. Meine Frage ist, findest du, dass wir erleben, seit dem März 2020 beispiellos, seit du politisch denkst? Oder findest du, das ist einfach ein anderes Kapitel? Wir haben schon in den 60er, 70er Jahren Waldsterben und Zeug gehabt. Und es ist eigentlich nur eine Fortsetzung. Das Krudeste gehabt schon. Ich warte immer noch aufs grosse Waldsterben. Und jetzt warten wir, also der extremste Punkt ist jetzt wahrscheinlich, das ist die religiöse Betrachtung vom Klimawandel mit den ganzen religiösen Klimawandelspromotoren, wo das, da darf man gerne nicht mehr sagen, sonst ist man ein Ketzer. Aber das ist auch eine Entwicklung, die mich ganz stark beschäftigt. Und dass man die ganze Wirtschaft kaputt machen will, wegen um ein Ziel zu erreichen, wo man sinnvollerweise die Grundlagen gerne nicht haben, alles elektrisch machen, wenn man gleichzeitig alle Atomkraftwerke abstellt, wie Deutschland schon. Deutschland hat im gleichen Moment, wo es die letzte Atomkraftwerke abgestellt hat, genau die gleiche Menge Strom aus Frankreich müssen importieren von den Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken. Und Deutschland hat etwa 50 oder 70 Kohle- und Gaskraftwerke. Ja, wenn wir unbedingt auf Kohle- und Gaskraftwerke umsatteln wollen, ja, können wir machen. Ist aber nicht, was ich als sinnvoll betrachte. Ich glaube, man sollte einfach das Denken nicht ausschalten. Und unterscheidet im Rüstertour, dass du also findest, dass Corona zum Beispiel einfach ein Kapitel ist, wie das Klima, wie das Waldsterben. Weil ich finde, Corona ist der grösste Skandal in der Geschichte der Schweiz. Ja. Die Einschränkungen der Freiheitsrechte, die Diskriminierungen, die Diffamierungen, die absolut beispiellos sind, nicht mal in den Weltkriegen hat man die Schweizer so drangsaliert und eingeschränkt in der Freiheit. Also wenn in einem Weltkrieg solche Massnahmen verhängt werden, auf anderem Gebiet, kann ich es verstehen. Bei Corona habe ich die ganze Massnahme nur sehr beschränkt verstanden. Und sogar der ganz extreme Corona-Fetischist, wo jetzt deutscher Gesundheitsminister ist, geht ja zu, eigentlich sind wir viel zu weit gegangen. Dass man nicht einmal mehr hätte können vorausgehen ohne Maske, dass man niemand mehr hätte dürfen einen Kuss geben oder so etwas. Ich habe übrigens mal einen ganz illegalen Ratschlag gegeben, wo ein paar mich gefragt haben, was machen wir, wenn jetzt die Stadtregierung Zürich da Polizei hinschickt, wo man demonstriert gegen die Massnahmen und wir haben keine Masken mehr. Dann habe ich gesagt, ja, ihr dürft nicht angreifen, ihr dürft keine Gewalt ausüben. Gebt ihr dem Polizeibeamten einen Kuss, ihr verschafft ihm damit 10 Tage Freizeit. Das ist eine gute Idee. Ja, aber wie gesagt, da hat es verschiedene Seiten. Es ist, ich bin selber geimpft. Und zwar jetzt nicht unbedingt aus totaler Überzeugung von der Notwendigkeit, aber ich sage mal, du hast Spass gemacht. Es ist einfach, und so habe ich überall den Zugang gehabt, wo das vorausgesetzt ist für Flüge und für alles. Aber wie gesagt, auch das sind Themen, die ganz fundamental an staatliche Prinzipien gehen. Mhm. Und so ist mit der Neutralität auch, weil die Schweiz eben ein Sonderfall ist im besten Sinn, dass wir eben die Neutralität haben. Da war die Schweiz ein Sonderfall im ganz guten Sinn gewesen. Und wir haben nicht die Österreicher eine ähnliche Situation mit der Neutralität?
Bitte? Die Österreicher haben doch auch eine Neutralität. Also, die Österreicher haben sie aufgezwungen bekommen. Die Neutralität. Das ist etwas grundlegend anderes. Die Schweiz hat das selber gewählt und das hat sich über die ganze Zeit bewährt. Österreich war im Ersten Weltkrieg kaputt, war im Zweiten Weltkrieg kaputt. Da kann man nicht von einer derartigen Tradition von Neutralität sprechen. Und die österreichische Neutralität ist auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg verkündet worden. Nur, jetzt können sie es gerne nicht mehr. Weißt du warum? Nein. Sie sind in der EU und als EU-Mitglieder müssen sie natürlich EU-Massnahmen übernehmen. Die Schweiz kann das, weil sie auch noch nicht, ich hoffe, für immer noch nicht in der EU ist, dann hat die Schweiz die Möglichkeit, dort zu sagen Nein. Wenn ein Land wie Österreich jetzt EU-Massnahmen ablehnt, dann kommt von der Kommission, von der EU, wehe, wenn ihr das macht, dann werden euch die ganzen Gelder gekürzt und alles. Also es wird gewaltig Druck ausgeübt. Ich bin der Meinung, man sollte einem derartigen Bürokratie-Moloch, wo sich immer autokratischer entwickelt wie die EU, auf keinen Fall mit weiteren Schritten entgegenkommen. Wir sollten die bilaterale machen, wieder weitermachen, verlängern, so weit möglich. Und hast du jemals erst gehört, dass ein freier Marktzugang mit Milliarden muss gezahlt werden? Nein, das macht nur die Schweiz gegenüber der EU. Weil die Schweiz, der Bundesrat, kein Rückgrat haben? Oder wie kann man sich das erklären? Es ist eine politische Tendenz, dass unsere Politiker sagen, ja, aber wenn wir freien Marktzugang mit der EU haben, dann muss man das ganz mit ein paar schönen Milliarden unterlegen und so. Ich sehe es nicht. Warum? Wir haben jetzt schon zwei oder drei Kohäsionsmilliarden geschenkt. Das, eine Milliarde ist für die EU nichts. Eine Milliarde ist für die Schweiz ein riesiger Betrag. Das sind 1000 Millionen. Überlegt euch, was aber wir haben an die Ukraine sind auch 5000 Millionen. An die Ukraine haben sie auch 5000 Millionen. Geht man denen für den Frieden angeblich. Und wenn man sich vorstellen, 5000, also 5 Milliarden heisst, dass eigentlich jeder Steuerzahler, der wahrscheinlich über 1000 Franken muss zahlen muss, um Zelensky, der Olive, der mit zwei Armen. Und da hast du ja ein anderes Problem. Moment, weil ich will sagen, ist, wenn wir jetzt von Tür zu Tür gehen, und alle Schweizer sagen, ich bin da, ich Vater Staat, ich hätte gerne 1000 Franken zum auf Ukraine schicken. Was meinst du, wie viel Geld ich zusammen? Nichts. Das hat über die Köpfe hinweg ja einfach gestohlen. Für den Frieden geben. Wir machen ist ja logisch, die ja. ganze Kriegstreiberei eigentlich mit. Was zum Beispiel die Schweiz gut kann und was gut wäre, Minenräumung. Das ist okay, wenn die Schweiz das macht. Das ist keine Kriegsmaßnahme. Also das akzeptiere ich. Müssen wir noch genauer anschauen, ob das als Waffe gilt. Aber ich glaube, Minenräumgeräte, das geht grundsätzlich. Ja, wenn es rein humanitäre Aufgaben sind, dann ist es okay. Wenn die Schweiz das Rote Kreuz stärkt oder auch sonst Institutionen, die helfen, dann kann man nicht viel sagen. Wobei auch diese Institutionen, also ich weiss nur, ich bin in Afrika, ich vergesse es nicht mehr, da hat ein Buchhalter von der norwegischen Kirche gesagt, wenn man 100 Franken an der norwegischen Kirche spendet, landet ein Franken im Land. Also ich glaube mittlerweile auch beim Roten Kreuz, ich habe mal die Bilanz gesehen, die Milliarden, die sie überkommen und dann, was dann wirklich geleistet wird, durch all die Institutionen, durch all die Bürotouren, durch all die Sesselfurzer. Es ist sehr heikel, was immer bei Institutionen wirklich zweckdienlich ankommt. Aber es ist etwas, wo in den letzten Monaten sogar in die Mainstream-Presse zum Teil reingekommen ist. Die Ukraine hat als das, wenn nicht das korrupteste Land, dann als eines der korruptesten Länder galt, jetzt hat man mal wieder als quasi Alibi-Übung, hat man einem obersten Richter dort ein paar Millionen weggenommen, die er auf die Seite getan hat. Aber wahrscheinlich hat wie viel von dem Geld, das man da gibt, ja. kommt überhaupt wirklich humanitären Zweck zu gut? Und
USA haben ja über 40 Milliarden schon an Waffen auf den Markt geliefert. Woher schlussendlich denn die Waffen verkauft werden, das ist auch eine Frage, die in letzter Zeit relativ häufig in den USA gestellt wird. Es ist nicht meine Frage von der Neutralität. Wir müssen Neutralität erhalten. Da ist ja fast ein Schlusswort. Oder haben wir etwas vergessen? Wir haben immer Sachen vergessen. Und das kommt mir regelmäßig in Sinn, wenn ich nachher auf der Heimfahrt bin. Dann gebe ich dir das Telefon und schlage dir einen weiteren Tag vor. Das ist super. Ja. Wow, das war eine richtige bündige Sendung. Danke dir vielmals. Danke dir vielmals für die sehr interessanten Ausführungen. Vielen Dank, Dani. Auf ein anderes Mal. Und jederzeit wieder. Danke vielmals. Das ehrt mich, dass du das sagst. Danke. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.